Hey Leute, was geht? Tyson wieder hier für Athletic Statics und im heutigen Video geht es um das Thema Trainingsgewicht steigern. Wann sollte ich mein Trainingsgewicht steigern? Wie viel sollte ich auf mein Trainingsgewicht steigern? Wozu sollte ich mein Trainingsgewicht steigern? Warum trainiere ich eigentlich? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja. Und ihr merkt schon, wo das Ganze hingehen soll. Denn das basiert auf einem Kommentar, den ich heute bekommen habe, ist auch alles gut, dafür bin ich ja da. Ich will diese Fragen haben, ich will diese Videos machen können. Aber der ging so, ey Tyson, wann soll ich denn mein Gewicht steigern und wie viel soll ich da steigern? Ja Digga, ja moin. Woher soll ich das wissen? Ne? Frag doch denjenigen, der den Trainingsplan erstellt hat, weil jeder Trainingsplan muss eine Steigerung vorsehen. Also in jedem Trainingsplan muss es ein Konzept geben, wann gesteigert wird und wie viel gesteigert wird. Wenn es das nicht gibt, dann ist das kein Trainingsplan oder kein Trainingssystem. Da muss irgendwo muss stehen, hey du, so und so, steiger. Wenn das da nicht drin steht, dann ist der Trainingsplan scheiße. Denn Gewicht steigern, immer Freunde. Das ist doch der Grund, warum wir trainieren. Jedes Mal den Reiz erhöhen, jedes Mal dingsen. Und wenn es nicht von Einheit zu Einheit ist, also ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, ne? Wir sollen nicht jedes Training 5 Kilo draufpacken, aber es geht darum, jedes Mal besser zu werden. Und der Trainingsplan oder das Trainingskonzept ermöglicht uns das, also ist ein Tool aus Volumen, aus Frequenz, aus Übungsauswahl und auf unser Ziel im Optimalfall zugeschnitten, beziehungsweise wenn es ein pauschaler Plan ist, irgendwie dem Ziel entsprechend, ja. Und der sieht eine Steigerung vor und dann machen wir das und dann steigern wir uns, weil das ein guter Trainingsplan ist, weil der Trainingsplan funktioniert. Wenn der das nicht vorsieht, wann wir uns steigern, wie wir uns steigern und, dann ist der kacke. So, also es geht darum, der ist nur dafür da, dass wir uns immer weiter steigern können. Und selbst wenn wir uns nicht steigern können, dass es einen Plan B gibt. Also irgendwas, zum Beispiel wie der Anfängerplan, den ich euch gemacht habe, mit der Schleife. Dass wenn ihr euch nicht steigern könnt oder eine Wiederholung fällt, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, checkt es ab. Ich habe einen gratis Trainingsplan für Anfänger rausgehauen, falls das Video hier überhaupt danach kommt. Vielleicht kommt es auch davor. Aber dann kommt der Trainingsplan auf jeden Fall noch. Da gibt es eine Schleife. Das heißt, wenn ihr euch steigert und schafft es irgendwie nicht, dann gibt es einen Plan B. Gewicht runter und dann von vorne. Also sowas muss ein Trainingsplan mindestens haben. Ansonsten sucht euch auf jeden Fall einen anderen Trainingsplan. Es geht darum, immer zu steigern. Die Frage sollte eher sein, wann kein Gewicht steigern. Und das ist, was ich gerade besprochen habe. Wenn der Plan jetzt das vorsieht, du schaffst, sollst 5x5 machen oder 4x8 machen, du steigerst kein Gewicht, wenn du deinen Plan nicht schaffst. Also das Volumen, was im Plan steht oder vorgegeben ist, nicht schaffst. Wenn du Wiederholungen nicht schaffst, wenn du Wiederholungen schaffst, aber dafür die Technik anpassen musst, also abfälschen musst, die Technik bricht, die Technik wird schlecht, wenn du merkst, dass das Volumen, was du machst, nicht mehr gut ist. Ja, also wenn du die Technik abändern musst, dass du Schwung nehmen musst, dass du einrunden musst mit dem Rücken oder halt wirklich Wiederholungen oder Sätze nicht mehr schaffst. Ja, es kann sein, dass du einen schlechten Tag hast, aber wenn das 2 oder 3 Mal hintereinander passiert, dann hast du keinen schlechten Tag, sondern dann hast du irgendwo zu schnell gesteigert und dann muss es einen Plan B in den Plan geben, und von da aus dann weitermachen. Meistens ist der Plan B Gewicht runter und weitermachen und dann weiter steigern, weil, wie gesagt, Gewicht steigern eigentlich immer, beziehungsweise in irgendeiner Form etwas steigern, ob das die Wiederholungen sind oder das Gewicht. Ob das von Einheit zu Einheit ist oder von Woche zu Woche ist oder alle 2 Wochen. Aber es muss ein vorgeschriebenes, festes System geben, mit dem gesteigert wird. Weil wenn es das nicht gibt und du dir überlegst so, heute ist schönes Wetter, packe ich mal ein Kilo drauf. Dann wird sich das verlaufen, weil Progression ist etwas, das man sich auch holen muss. Ne? Wenn man einen Reiz setzt, und der Körper sich adaptiert, dann muss man auch einen höheren nächsten Reiz setzen, damit der Körper sich weiter adaptiert. Wenn man das nicht macht und man überlegt sich so allhalbjährlich so, ja, ich könnte ja nochmal steigern, dann wird das mit der Progression eher schwieriger und langsamer ablaufen. Ne, deswegen, das muss vorgegeben sein, sonst ist das ein scheiß Trainingskonzept oder scheiß Trainingsplan. Und hier jetzt nochmal ganz wichtig, weil ich das auch aus den Kommentaren herauslesen konnte. Wenn ein Trainingsplan
wenn der da steht 5x5, ja, mache Kniebeugen 5x5, dann ist 5x5 gleich 5x5. Und 5x5 ist nicht gleich 2x5, 1x4, 2x3. Was ich damit meine, ihr müsst wirklich gucken, was sagt der Plan aus oder was setzt der voraus, den Plan, den ihr macht. Wenn derjenige, der den Plan geschrieben hat, davon ausgeht, dass ihr 5x5 Wiederholungen macht, aber ihr macht nicht 5x5 Wiederholungen, sondern einen Satz mit 5 und danach macht ihr schon weniger Wiederholungen, weil ihr es nicht schafft, dann trainiert ihr mit viel zu viel Gewicht. Und derjenige, der den Plan gemacht hat, der hat natürlich auch die Progression darauf ausgelegt, dass ihr gutes Volumen macht. Das, was er in den Plan reingeschrieben hat. Er geht davon aus, dass ihr die 5x5 sauber schafft. Ja? Und daraus resultiert dann die Progression. Denn die Steigerung, die wir bekommen mit einem Trainingsplan oder das, was wir draufpacken können, das bestimmen nicht wir. Das bestimmen nicht wir, indem wir sagen, ey, heute packe ich 5 Kilo drauf und morgen packe ich 10 Kilo drauf oder 2 Kilo oder sonst. Sondern das wird bestimmt durch das Volumen, was gut ist, was wir mit in den Plan machen, was wir in Einheit zu Einheit machen, von Woche zu Woche machen. Und Volumen bedeutet ja nichts anderes als die Arbeit, die wir reinstecken. Viel Arbeit, hohes Ergebnis. Vorausgesetzt, wir können uns von der Arbeit regenerieren. Das ist vorausgesetzt. Aber wenn wir jetzt hingehen und unseren Plan sieht ein bestimmtes gutes Volumen vor und gehen hin und brechen andauernd mit der Technik oder fälschen ab, oder lassen den Partner mitdrücken und steigern dann immer weiter, dann machen wir kein gutes Volumen. Das heißt, wir dürfen nicht weiter steigern. Es geht nicht, weil wir nicht das machen, was der Plan vorsieht, um so viel zu steigern. Gleiches gilt dafür, wenn wir jetzt statt einem 5x5 hier irgendwie 10 Wiederholungen weniger machen und 4 Sätze da am Versagen rumtrainieren. Das sieht der Plan nicht vor. Das heißt, wir können nicht so viel steigern. Gewicht steigern, jetzt um nochmal auf das Thema zurückzukommen, muss im Plan vorgesehen sein. Wenn es ein linearer Plan ist, dann muss der vorsehen, ey, du packst von Woche zu Woche oder von Einheit zu Einheit 2 Kilo drauf, 1 Kilo drauf und. Das muss irgendwie da drin stehen. Oder wenn das ein fortgeschrittener Plan ist von Zyklus zu Zyklus, du packst Monat pro Monat 10 Kilo aufs Rechengewicht oder 5 Kilo aufs Rechengewicht. Das muss da irgendwie drin stehen, damit ihr wisst, wann und wie was zu tun ist. Ja? Unter der Voraussetzung aber auch nur, derjenige, der den Plan geschrieben hat, der hat sich was dabei gedacht, dass ihr euch an den Plan haltet. Ne? Weil das Volumen, was ihr in den Plan macht, bestimmt, ob ihr die Steigerung auch durchführen könnt. Wenn ihr nur die Hälfte des Plans macht, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ihr die Progression macht, die der Plan vorsieht. Ja? Sondern so funktioniert das nicht. Und deswegen will ich jedem nochmal ans Herzen legen, lest euch durch, was derjenige mit dem Plan bezweckt hat. Weil bei 5x5 Plänen kenne ich es nicht, dass man das so macht. Aber das habe ich neulich ein paar Mal gelesen, dass Leute dann sagen, steigere ich bei 5x5 denn dann das Gewicht, wenn ich die 5x5 endlich schaffe? Wo ich mir denke, das Konzept ist, dass du mit einem einfachen Gewicht erstmal anfängst, 5x5 machst und steigerst von Einheit zu Einheit. Jedes Mal draufpackst, 5x5 mit 100, 5x5 mit 102, 5x5 mit 104. Und dann, wenn du mal eine Wiederholung nicht schaffst oder zwei Wiederholungen nicht schaffst, vom Gewicht runtergehst und nochmal neu reinstartest. Natürlich gibt es auch Trainingskonzepte, die sind so 3x8, dann arbeitest du dich hoch auf 3x9. Arbeitest dich hoch auf 3x10, ja, und wenn du das erreicht hast, darfst du das Gewicht steigern und fängst wieder bei 3x8 an. Dann hat derjenige, der den Plan geschrieben hat, aber auch mit einberechnet, dass man halt hier ein 3x8 macht, mindestens 24 Wiederholungen, was vielleicht ein gutes Volumen ist, und dann hier bei 30 Wiederholungen eben das Gewicht wieder resettet und dann geht er weiter vorne los. Wenn aber einer hier bei 5x5 davon ausgeht, dass ihr wirklich 5x5 macht, ihr macht aber nur hier als Beispiel, also geht davon aus, ihr macht 25 Wiederholungen, ihr macht aber nur 18 Wiederholungen und davon sind einige gegrindet oder am Limit, dann funktioniert das nicht, Freunde. Also zum Thema Trainingsgewicht steigern, ihr solltet gucken, dass ihr euch immer in irgendeiner Form steigert. Ihr steigert euch nur dann nicht, wenn ihr in Anführungszeichen stagniert, was keine Stagnation ist, sondern ihr habt davor einfach nur zu schnell gesteigert oder zu viel gesteigert. Bedeutet, wenn ihr Wiederholungen nicht schafft, die Technik schlechter wird und,
dann heißt das aber auch nicht, dass ihr dann die ganze Zeit auf der Stelle fahrt mit der schlechten Technik. Mein Gott, Digga! Sondern, dass ihr das Gewicht runternehmt und nochmal mit Anlauf rankommt. Ne? Ganz wichtig. Und gerade hatte ich nochmal ein Thema, das mir gerade in den Kopf gekommen ist, was für mich wichtig war. Genau, steigern generell ist natürlich auch von Übung zu Übung unterschiedlich. Ne? Eine Kniebeuge kann man um einiges einfacher steigern als ein Bankdrücken. Ihr dürft jetzt nicht davon ausgehen, dass ihr jedes Mal beim Bankdrücken 2 Kilo aufs Rechengewicht, aufs Trainingsgewicht draufpacken könnt und das dann für über Monate hinweg durchziehen könnt. Ne? Das kann am Anfang funktionieren, wird dann aber auch schnell unrealistisch. Also lieber das Ganze realistisch angehen und beim Bankdrücken mal so um 1er Schritte steigern, bei Kniebeugen um 2er Schritte steigern, wenn wir jetzt von Einheit zu Einheit reden. Und das sind aber genau die Sachen, die muss so ein Trainingsplan vorgeben. Weil ihr als Anfänger, ihr könnt das ja nicht wissen. Deswegen lest euch das wirklich detailliert durch und nehmt nicht einfach einen Plan und macht den. Da ist meistens eine Beschreibung mit dabei oder irgendein Typ, der vielleicht mal ein Video gemacht hat darüber. Ne? Das zu dem Thema. Und wenn da 5x5 steht, auch tatsächlich 5x5 machen. Also durchlesen, wie der Plan gedacht ist. So, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, dem einen oder anderen vielleicht nochmal auf die Finger klopfen und darauf aufmerksam machen, dass er vielleicht nochmal nachliest, was er da tut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und bis dann, macht's gut. Peace.